Steht ein Mann im schwarzen Gewand mit einem großen Schlachtermesser und einem Schädel in der Hand. Da nehmen zwei tote Kinder, erschossen und zerfetzt, gefallen im Namen Mohammed, so stellt man gern ins Netz. Willkommen im Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen im Neandertal. Mit Facebook, Twitter und die S-Portal. Willkommen im Neandertal, willkommen, willkommen, willkommen im Neandertal. Die Menschheit hat es gern brutal. Danke sehr. Danke sehr. Also nach diesem Realitätsschock, glaube ich, brauchen wir jetzt alle geschwind eine Erholung, irgendwas zur Entspannung. Und ich würde vorschlagen, wir begeben uns alle in die verträumte Welt der Romantik. Und so kommen wir zu dieser archäologischen Rarität, die ich am Anfang erwähnt habe. Es handelt sich dabei um eine im weitesten Sinne romantische Geschichte aus der Frühzeit der ERV aus unserem Jurassic Park. Dazu begeben wir uns jetzt aber in warmes Rotlicht getauchten Großstadtdschungel, auch als das Rotlichtmilieu bekannt. Und wir wissen ja, das Rotlichtmilieu ist der ideale Nährboden für die Trottoirrosen. Für alle Nichtgärtner, Trottoirrosen sind Nachtschattengewächse. Wie heißt so schön in diesem Gedicht die Trottoirrose? Sie blüht des Nachts mit äußerst kurzem Hosi am Gürtel jeder großen Stadt. Dort nennt man sie auch Gürtelrosi. Sie wird gepflückt von dem, der Bares hat. Also seht nun ein zwielichtiges Märchen voller Poesie und Leidenschaft. Es war einmal ein König, der König der Unterwelt. Und dieser hatte einen gar dümmlichen Sohn, der zu nichts, aber auch rein gar nichts Nütze war. Tja, der war so grün hinter seinen Ohren,
dass ihm zur Strafe Schwimmhäute zwischen den Fingern und zwischen den Zehen wuchsen. Schwimmhäute. Und deshalb nannte man ihn dann auch fortan den Unterweltfroschkönig Kaul Quappone. Quack. Kaul Quappone trieb sich den ganzen lieben langen Tag herum. Hatte nichts als Unsinn im Kopf. Und so hatte sein Leben eigentlich gar keinen Sinn mehr. Quack. Bis er aber dann eines Tages seine große Liebe fand. Sie war ein gar wunderschönes Mädchen einst. Und sie war auch voller Tugend und Unschuld damals. Und auch wenn sie heute schon etwas in die Jahre gekommen ist, sie ist noch immer die Bordsteinschwalbe von Wien, die Prinzessin vom Gewerbse. Hallo, Prinzessin. Wer bist denn du, du hässlicher Frosch? Ich bin ein verwunschener Prinz. Ein verwunschener Prinz? Ja. Und was willst du von mir? Zuerst will ich an deinem Tischchen sitzen. Geht in Ordnung. Und was noch? Von deinem Tellerchen essen. Okay, und? In deinem Bettchen schlafen. In meinem Bettchen schlafen? Ja. Dann rück erst mal die Kröten rüber, du alter Warzenkönig.